Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Mütze strickt, die ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und hierfür verwende ich einen Strang handgefärbtes Garn von Pearl & Knit, und zwar die Farbe Pfefferminzfrosch, 100% Merino Single, 400 Meter auf 100 Gramm. Muss natürlich erst vorab zu einem Knäuel gewickelt werden, das mache ich gleich. Weil sonst wird es schwierig mit der Verarbeitung und mit dem Stricken. Das ist dann kein Vergnügen, wenn der Strang nicht vorher gewickelt wurde. Ein ganz wichtiges Utensil ist auf jeden Fall ein Maßband. Solltet ihr unbedingt haben, um es passgenau für euren Kopf abmessen und stricken zu können. Ich verwende eine Rundstricknadel der Stärke 3,0 40 cm. Man kann alternativ auch mit dem Crazy Trio bzw. Nadelspiel stricken. Ich finde es aber am angenehmsten, einfach mit der Rundstricknadel eine Mütze zu stricken. Wo habe ich denn meinen Maschenmarkierer liegen? Hier, ich habe noch einen Maschenmarkierer, sehr wichtig, um eben immer im Überblick zu haben, wann eine Runde beendet ist und eine neue beginnt. Zopfnadel wird benötigt, Schere und Wollnadel, und dann kann es auch schon losgehen, dann habt ihr alle Materialien zusammen. Wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist, und könnt als eine der Ersten sofort loslegen. Und dann sei auch noch erwähnt, dass ich aus dieser Anleitung auch selbstverständlich eine schriftliche Variante zur Verfügung stelle. Und wer lieber mit einer schriftlichen Anleitung arbeiten möchte, kann sie sich ab jetzt runterladen über einen Link, den ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video zur Verfügung stelle und euch ja verlinke. Und jetzt will ich nicht länger rumsabbeln, es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wie ihr seht, habe ich jetzt meinen Strang Wolle zu einem Knäuel gewickelt, und bevor es richtig losgehen kann, muss ich euch leider zu Beginn erst einmal mit ein paar Zahlen ärgern, denn wir müssen uns das ja ausrechnen, dass wir das für jeden x-beliebigen Kopfumfang stricken können, die Mütze. Und ich habe hier schon mal eine Beispielrechnung anhand meiner Maße mitgebracht. Ich decke Stück für Stück die einzelnen Zahlen auf, worum es geht und wie das Ganze berechnet wird. Also zunächst einmal nehmt ihr euer Maßband und damit messt ihr euren Kopfumfang aus, wenn ihr den nicht bereits schon wisst. Bei mir sind das hier 52 cm. Und im nächsten Schritt macht ihr eine Maschenprobe. Hier müssen wir wissen, wie viele Maschen ergeben 10 cm Länge. Die Höhe ist jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern es geht vielmehr darum, um die Länge. Also wie viele Maschen ergeben 10 cm Länge? Das sind bei mir 24 Maschen. Am besten ist, ihr macht euch auch so einen Notizzettel und schreibt euch Stück für Stück die ganzen Sachen auf. Dann habt ihr das sortiert im Überblick und verliert nicht den Überblick über das Ganze und kommt nicht durcheinander. So, im nächsten Schritt müssen wir uns ausrechnen, wie viele Maschen kommen auf einen Zentimeter. Und das machen wir wie folgt. Wir rechnen diese 24 Maschen, bei mir sind das 24 Maschen, ihr müsstet gegebenenfalls eure Zahlen dann entsprechend eintragen, wenn ihr andere habt. Die 24 Maschen, die ich hier auf die 10 cm habe, durch 10 teilen. Da bekomme ich 2,4 raus. Und jetzt, also 2,4 auf einen Zentimeter. Und deshalb kann ich jetzt ausrechnen, wie viele Maschen brauche ich für meinen gesamten Kopfumfang. Deshalb rechne ich 2,4 mal 52 cm Kopfumfang. Und dann kommt diese Zahl raus. In den meisten Fällen kommt eine Zahl mit Kommastelle raus. Damit können wir natürlich nicht arbeiten. Wir müssen entweder auf- oder abrunden. Und jetzt kommt auch noch ein entscheidender Punkt mit dazu. Die Maschenzahl muss für unser Muster, damit wir unser Muster stricken können, teilbar sein durch 21. Und 124 wäre gar nicht teilbar durch 21. Die nächste Zahl wäre die 126. Ihr müsstet für euch schauen, ob ihr näher dran seid mit eurer errechneten Zahl am Aufrunden.
oder am Abrunden. Also wenn jetzt die nächste Zahl theoretisch gesehen 130 gewesen wäre, müsste ich auf 130 hochgehen, anstatt wenn ich jetzt bei 100, weiß ich nicht, Beispiel, 105 wäre. Das wäre viel zu weit, wo ich runtergehen müsste. Also wäre 130 die nächsthöhere, bessere Zahl gewesen. Das als Beispiel, um das euch zu verdeutlichen, wo ihr näher dran seid. Am Aufrunden oder am Abrunden bei einer Zahl, die teilbar ist durch 21. Das ist ganz wichtig. Bei mir sind es 126 Maschen und die nehme ich jetzt auf. So, und dann könnt ihr auch schon direkt mit der Maschenaufnahme beginnen. Habt ihr dann alle benötigten Maschen aufgenommen? Braucht ihr am Ende nur noch den Maschenmarkierer drüber zu ziehen? Der ist ganz wichtig, dann wisst ihr immer, wo eine Runde beendet ist und eine neue aufhört. Und eine neue beginnt, so meine ich. dann müsstet ihr noch mal kontrollieren, ob die Maschen alle gerade sind und ob hier nichts ineinander verdreht ist. Denn wenn es ineinander verdreht ist, also wenn das jetzt hier irgendwie noch so umgedreht wäre und ihr die Runde schließt, dann könnt ihr nachher die Mütze nicht fertig machen bzw. später nicht aufsetzen. Das wäre sehr schade. Also ganz unbedingt nochmal kontrollieren, ob alles gerade ist und notfalls richtig herumdrehen. Und dann können wir das Ganze zur Runde schließen. Ich beginne die Mütze zunächst mit einem Bündchen. Und zwar, muss ich jetzt erstmal den Faden hier auf die andere Seite rüber bekommen. Den Arbeitsfaden, nicht den Anfangsfaden. So, ein Bündchen. Und zwar stricke ich hier das 1-1er Bündchen. Das heißt also immer im Wechsel eine rechts, eine links stricken. Und insgesamt stricke ich das Bündchen über 15 Runden. Ihr könnt natürlich für euch entscheiden, ob ihr auch 15 Runden lang das strickt oder nur 10 oder 20 Runden, wie auch immer. Also immer im Wechsel eine Masche rechts und eine Masche links stricken. Es kann sein, dass ihr am Ende mit einer Masche rechts aufhört. Also es hängt damit zusammen, wenn ihr eine ungerade Zahl aufgenommen habt. Meine ist ja jetzt zum Glück gerade die 126, die ist ja teilbar auch durch 2. Aber wenn ihr eine Zahl aufgenommen habt, die nicht teilbar durch 2 ist, also keine gerade Zahl ist, weil wir ja durch 21 insgesamt teilen müssen, und dann kann es auch passieren, dass ihr eine ungerade Zahl rausbekommt. Und dann kann es, dann ist es so, dass ihr am Ende 2 gleiche Maschen habt. Das heißt also, dass ihr mit einer rechts beginnt und mit einer rechten Masche aufhört. Und dann müsst ihr natürlich die nächste Runde trotzdem wieder mit einer Masche rechts beginnen, weil sonst bekommt ihr das Rippenmuster nicht. Und dann wird es ein Perlmuster und das ist nicht dehnbar und ist nicht bündchenfähig. Das solltet ihr auf jeden Fall dabei bedenken. Aber ansonsten einfach drauf losstricken, eine Masche rechts, eine Masche links, durchgehend im Wechsel. Um das Hauptmuster stricken zu können, müssen wir dann nach dem Bündchen, so sollte es dann aussehen, nach 15 Runden, hier in meinem Fall, wie gesagt, ihr könnt ja eine unterschiedliche Rundenanzahl stricken, je nachdem, wie hoch ihr das Bündchen haben wollt. Aber um das Hauptmuster stricken zu können, benötigen wir eine Grundrunde, die wir zunächst einmal stricken müssen. Und diese Grundrunde wird wie folgt gestrickt, 2 Maschen links, dann 16 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 16. Dann zwei Maschen links und eine Masche rechts. Und das wird dann die ganze Runde wiederholt. So, und jetzt kommen wir zu Runde 1. Ich habe hier schon die Zopfnadel mir beiseite gelegt. Also, Runde 1 beginnt mit zwei Maschen links. Dann werden vier Maschen rechts gestrickt. 1, 2, 3, 4. Und im nächsten Schritt vier Maschen hinten kreuzen. Das bedeutet, wir nehmen zwei Maschen auf die Zopfnadel, legen die hinter die Arbeit. Wenn hinten gekreuzt wird, immer die Nadel hinter die Arbeit legen. Dann zwei Maschen rechts stricken. Und dann die beiden Maschen von der Zopfnadel auch rechts stricken. Danach vier Maschen vorne kreuzen, also zwei Maschen auf die Zopfnadel schieben und vor die Arbeit legen. Danach zwei Maschen rechts und danach die Maschen von der Zopfnadel rechts stricken. Danach vier Maschen rechts zwei Maschen links und eine Masche rechts. Und diese Arbeitsschritte wiederholen wir die ganze Runde lang. Die Runden 2, 4 und 6, die werden im Endeffekt genauso gestrickt wie auch die Grundrunde, aber ich erkläre es euch hier gerne nochmal. Also zwei Maschen links und dann 16 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und danach nochmal zwei Maschen links und eine Masche rechts. Und das wiederholt sich natürlich auch die komplette Runde. Runde 3 beginnt auch hier wieder mit zwei Maschen links. Dann zwei Maschen rechts und direkt danach wieder vier Maschen hinten kreuzen. Also wieder zwei Maschen auf die Zopfnadel und hinter die Arbeit legen. Dann zwei Maschen rechts stricken und direkt danach von der Zopfnadel die zwei Maschen rechts stricken. Dann werden vier Maschen rechts gestrickt. Dann vier Maschen vorn kreuzen, also zwei Maschen auf die Zopfnadel und vor die Arbeit legen. Dann zwei Maschen rechts und dann von der Zopfnadel die beiden Maschen rechts stricken.
Im Anschluss zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und eine Masche rechts. Und dieser Arbeitsschritt oder diese Arbeitsschritte werden die komplette Runde wiederholt. Runde 5 wird dann wie folgt gestrickt. Wir beginnen wieder mit zwei Maschen links. Dann vier Maschen hinten kreuzen, also wieder zwei Maschen auf die Zopfnadel schieben und hinter die Arbeit legen. Dann zwei Maschen rechts stricken und dann die zwei Maschen von der Zopfnadel auch rechts stricken. Dann acht Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann vier Maschen vorne kreuzen, also zwei Maschen auf die Zopfnadel und vor die Arbeit legen. Zwei Maschen rechts und dann die zwei Maschen von der Zopfnadel rechts stricken. Im Anschluss zwei Maschen links und eine Masche rechts. Und diese Arbeitsschritte werden die komplette Runde immer wiederholt. Vergesst nicht, danach noch Runde 6 zu stricken und dann die Runden 1 bis einschließlich 6, die werden dann stets wiederholt, Stück für Stück. So, ihr seht, ich bin ein ganzes Stück weitergekommen, habe sehr viele Stunden jetzt damit verbracht, dieses Muster zu stricken. Und bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier eine Höhe von insgesamt 24-25 cm erreicht, inklusive Bündchen. Ich habe insgesamt 15 Mal das Hauptmuster, das Zopfmuster gestrickt, also 15 Mal hintereinander diese 6 Runden. Und habe dann, wie gesagt, diese Höhe erreicht. Ihr müsstet gucken, wenn ihr mit einer anderen Nadelstärke und einem anderen Garn strickt, dicker oder dünner, dass ihr dann nicht euch auch an diese 15 mal hintereinander Zopfmuster haltet, sondern halt eben diese Länge von 24-25 cm Höhe. Im Normalfall wäre es jetzt so, dass ich die Wollnadel nehmen würde, einen ganz langen Faden abschneiden würde, den Faden in die Wollnadel einfädeln würde und dann Stück für Stück die einzelnen Maschen auf die Wollnadel fädeln würde und dann immer wieder nach ein paar Maschen den Faden durchziehen und fest anziehen, sodass es sich Stück für Stück zusammenkräuselt. In diesem Fall geht das hier nicht, weil der Faden würde mir hier reißen. Das ist ja so ein 100% Merino-Garn und so eine Art Dochtgarn und das würde mir reißen, wenn ich das so machen würde. Deshalb mache ich das bei dieser Mütze jetzt nicht, dass ich mit einer Wollnadel Stück für Stück die einzelnen Maschen auffädel und dann einfach nur fest zusammenziehe und dann wende und dann muss es noch so eine kleine Extralücke nochmal zusammengenäht werden mit ein paar Stichen. Ich mache das jetzt hier anders. Ihr müsstet das für euch schauen, welche Variante dann für euch passend wäre. Ich fange jetzt an, Stück für Stück die Maschen abzuketten. Nehme dafür den Maschenmarkierer schon mal runter, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich stricke jede Masche als eine rechte Masche. Also begonnen mit zwei Maschen rechts und die erste Masche über die zweite gestrickte ziehen und dann wird immer nur noch eine Masche rechts gestrickt.
und immer eine Masche, also die erste über die zweite ziehen. So geht Abketten. Also ich mache jetzt ja auch kein elastisches Abketten, so wie ich das normalerweise bei Bündchen machen würde, weil das brauchen wir hier nicht. Und dann einfach ganz normales Abketten. Und dann, das zeige ich euch dann gleich noch, für diejenigen, die auch so einen Merino-Garn haben, so ein Dochtgarn, was schnell reißen könnte, wenn man da zu fest dran zieht. Ich nehme einen Ersatzfaden, der um einiges stabiler ist. Ich schaue gleich mal in meiner kunterbunten Kiste. Sollte natürlich in etwa eine vergleichbare Nadelstärke haben und auch eine vergleichbare Farbe. Weil sonst sieht man das gleich durch bei dem, was ich gleich mache. Das wäre nicht so gut. Also eine ähnliche Farbe sollte es dann schon haben. Ich arbeite jetzt erst einmal vor und dann zeige ich euch gleich im Anschluss, wie es weitergeht. Und wenn ihr dann alle Maschen abgekettet habt, bis auf die letzte, könnt ihr den Faden schon mal abschneiden. Das habe ich in der Zwischenzeit getan. Könnt die Masche ein wenig aufdehnen, Nadel rausziehen. Dann ziehe ich nochmal den Faden durch die letzte Masche, ziehe fest an, soweit es eben geht. Wie gesagt, bei diesem Garn darf ich nicht zu fest anziehen, dann reißt der Faden. Ich werde jetzt noch schnell den Faden vernähen. Ein, zwei Maschen neben der letzten einstechen. Nochmal und dann einen Doppelknoten machen. Und dann einfach auf der Innenseite, da habe ich hier ja eine innenliegende Rippe und da fädel ich den Faden einfach durch. Das gleiche muss ich dann natürlich auch nochmal mit dem Anfangsfaden machen. Der muss ja auch vernäht werden auf die gleiche Art und Weise. Und dann steche ich einmal von oben nach unten durch diese gleiche Rippe. Und dann nochmal von unten nach oben. Und dann kann der Faden abgeschnitten werden. So, ich habe in der Zwischenzeit mir einen Baumwollfaden geschnappt. Das ist nicht exakt der gleiche Farbton, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Einen längeren Faden abgeschnitten und auch bereits in die Wollnadel gefädelt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich nochmal die Stelle finde. Da, wo ich auch den Faden vernäht habe. Da steche ich ein und da knote ich den Faden einfach fest. Lasse noch mal ein Stück länger runterhängen, damit ich das Fadenende hier dann auch im Anschluss noch vernähen kann. Und ja, wie gesagt, im Normalfall hätte ich jetzt einzelne Maschen auf die Wollnadel aufgefädelt und nach mehreren Maschen immer so ein bisschen den Faden durchgezogen und fest angezogen. Wie gesagt, das geht hier in diesem Fall nicht und deshalb fädel ich Masche für Masche auf die Wollnadel oder wo ich die Wollnadel durchwebe sozusagen. Man kann sagen, es ist wie beim Weben. Masche für Masche. Und wenn ich einige Maschen durchstochen habe, dann ziehe ich den Faden erstmal durch und mache dann direkt daneben gleich weiter. Und dann, wenn ihr seht das, wenn man dann fest anzieht, dann kräuselt sich das und zieht sich das Stück für Stück zusammen. Ich mache das jetzt einmal ringsherum, bis ich hier vorne wieder angekommen bin. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Achso, in der Zwischenzeit, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, habe ich die Mütze oder die angehende Mütze gewendet, dass die Innenseite nach außen zeigt, weil das ist besser, das von dieser Seite zu machen, sonst seht ihr nachher diese Kräuselnaht und diese Naht generell auf der Außenseite und das wäre blöd. Also schön wenden, bevor ihr diesen Schritt macht, wenn ihr diesen Schritt macht. Und ja, ich zeige euch gleich, wie es weitergeht.
So, und auch wenn ihr dann fest zugezogen habt, ist immer noch so eine kleine Lücke. Das ist ganz normal, weil selbst wenn man ganz, ganz fest zuzieht, kräuselt sich das nur zusammen, aber man kann das nicht ganz schließen. Dafür muss man das jetzt so ein bisschen zusammendrücken. Und ich steche jetzt von vorne einmal ganz durch, gerade durch. Fest zuziehen, dann drehe ich einmal um 90 Grad und steche von der anderen Seite einmal ganz durch. Und dann noch so einmal im 45-Grad-Winkel daneben. Einmal quer durch. Und dann hier auch nochmal im 45-Grad-Winkel daneben. Dann müsste die Mütze eigentlich oben geschlossen sein. Ihr müsstet das dann nochmal nachprüfen. Sollten hier noch so kleinere Lücken sein, könntet ihr immer nochmal daneben nochmal einstechen, einmal gerade durch und dann nochmal daneben einstechen und gerade durchstechen und immer fest anziehen den Faden. Und wenn eure Öffnung dann hier oben zu ist, dann macht ihr einfach einen Doppelknoten und vernäht auch hier wieder die Fäden. Den Anfangsfaden brauchen wir nicht verknoten, weil der ist ja schon angeknotet. Und ich fädel dann einfach hier durch einzelne Maschen durch. Und im Anschluss muss die Mütze dann natürlich noch wieder gewendet werden. So, und dann ist die Mütze auch schon fertig. Wenn ihr Bedenken habt, dass sie vielleicht zu schmal sein könnte, die ist ja sehr dehnbar. Also es wird schon passen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und hoffe, dass ich euch zu dieser wunderschönen Strickidee inspirieren konnte, zum Nacharbeiten animieren konnte. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Strickzeit. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!